Warum kauft Tschitschikow tote Seelen? Er dachte eine ungewöhnliche Art der Bereicherung aus. Der Kauf bei Grundbesitzern der Bauern, die gestorben sind, aber auf dem Papier noch am Leben sind. Die Berechnung von Tschitschikow besteht darin, dass die Grundbesitzer die zusätzliche Abgabe für die Toten nicht zahlen wollen und diese gerne zum Spottpreis verkaufen werden. Im 19. Jahrhundert gab es eine Institution, die den Gutsbesitzern Kredite gegen Kaution von Leibeigenen gab. Tschitschikow kauft 400 tote Seelen billig und plant, sie dem Staat als Leben zum Pfand setzen. In Gogols Roman werden jedoch nicht nur tote Seelen als tote Bauern verstanden, aber auch diejenigen, die mit ihnen handeln, Gutsbesitzer. Indem sie sich an Tschitschikows Betrug beteiligen, werden sie selbst im geistigen Sinne tot. Die Welt der lebenden, aber seelenlosen Menschen ist schrecklich und wie ein höllischer Strudel, wo es keine einzige lebendige Seele gibt.